Hi, ich bin Darko von Allegra und das ist Video Nummer 5 unserer Basics für erfolgreiche Mountainbike-Destinationen. Und wir sind immer noch beim, warum es sich lohnt, sich mit Mountainbike-Tourismus auseinanderzusetzen. Warum Nummer 5 ist ein sehr spezifisches Warum für den Typ Region, aus dem wir selber herkommen. Es geht um Skigebiet. Wir sind heute im Engadin zu Hause. Viel unseres Wohlstandes, unserer Entwicklung haben wir dem Wintertourismus, dem Skitourismus, den Bergbahnen zu verdanken. Aber es gibt ganz klar auch Tendenzen, die zeigen, dass wir den Sommer klar ausbauen müssen, dass wir da sehr viel Potenzial haben. Und das ist eine Darstellung, die war schon viel älter als bevor es noch Friday for Futures gab. Das ist eine Darstellung der OECD, die aufzeigt, was mit den Skigebieten passiert, über den Alpenbogen, wie viele davon noch rentabel zu betreiben sind, wenn die Durchschnittstemperatur um 1, 2 oder 4 Grad steigt. Das Interessanteste ist, diese Darstellung ist aus dem Jahr 2006. Das heißt, die ist 14 Jahre alt und erst jetzt, ihr wisst das, in den letzten 1, 2 Jahren ist das wirklich zum Thema geworden. Erst jetzt anerkennen wir eigentlich auf einer Breite, dass der Klimawandel real ist. Erst jetzt erkennen wir, dass wir in Skidestinationen unsere Abhängigkeit vom Winter etwas lockern müssen und den Sommer stärken müssen, wenn wir weiterhin am Leben in den Alpen, in den Tälern festhalten wollen. Und da ist Mountainbike-Tourismus eine, nicht die einzige, aber eine mögliche Alternative, um den Sommer anzukurbeln. Das war Video Nummer 5. Unsere Basics für erfolgreiche Mountainbike-Destinationen. Mach's gut und tschüss. Bis bald.